Ab hin. Okay, komm. Schieß. Da hat es geleckt. Habt ihr das gesehen? Ich weiß es nicht. Hat mir jedenfalls nicht gefallen. Weg. Okay, den noch mitnehmen. Ich kann nicht mal über eine Lücke springen. Schön. Komm, einmal noch den Super Agu an der Stelle. Dann haben wir es doch fast. Oh, das war schlecht. 1, 2, 3, 4. Und das war nicht gut. Tschüss. Danke. Hält mir seinen Arsch ins Gesicht. Wir müssen springen. Das war zwar gerade kein Test, aber ich habe es trotzdem gerade rausgefunden. Ach ja. Zup, zup, zup. Arschloch. Bam. Komm her. Arschloch. Das war doch mal richtig geil. Müssen wir was draus machen. Nein! Ach komm, das war doch nicht jetzt wahr. Und so gute Zeit, guck das mal an da. Ach, ärgerlich. Versuchen wir unser Bestes. Ja, so nicht. Warte extra und spring trotzdem noch zu spät. Nee, das ist einfach zu hektisch da ohne Super Akku. Diesmal nehme ich den mit. Ja, Leute, ich mache einen Schnitt, glaube ich, oder? Einmal warten. Ja, okay, das war der. Oder? Einen machen wir noch. Einen vernünftigen Versuch machen wir noch und dann schneide ich. So. Das gelte ich jetzt hier als vernünftigen Versuch. Werte ich als vernünftigen Versuch so. Oder ich lasse es als vernünftigen Versuch gelten. So kann man es auch ausdrücken. Geht durch. Hopf, hopf. Okay. Tschüss. Und Schnitt. Ich hoffe, dass jetzt der vernünftige, ultimative Versuch kommt. Genau. Crash, du bist irgendwo reingetreten. Nochmal, sitz hoch. Jupiter, Jupiter. Zack, zack. Und komm her. Bala, bala. Oh, Baby, Baby, bala, bala. Weg. Weg, weg. Hopf, hopf. Bam. So. Ja, hier wieder. Mittlerweile sind die gar nicht mehr das große Problem. Ja, das läuft doch bis hierhin sehr gut. Jetzt muss ich nur noch diese eine Laserschranke überwinden und dann haben wir unseren Super-Akku. Und die Zeit ist auch okay. Ja, bin ich mir zufrieden. Zumindest, was wir bisher so erreicht haben, ist das ganz gut. So. Ja, und lauf. Renn, Crash, renn. Das Bild ist zu langsam. Bin zu schnell fürs Bild. Hätte ich kurz gewartet, hätte ich vielleicht noch die 2 Sekunden dann mitnehmen können, aber egal. Das ist mir nicht wert gewesen. So, jetzt kommt ja eigentlich nicht mehr viel und ich habe noch 2 Akkus. Da ist doch nochmal ein super Akku! Kann ich dich umrennen? Den kann ich umrennen! Und? Haben wir Gold? Yeah! Wir haben Gold, Leute! Ist das geil! Und ich musste gar nicht mal viel rausschneiden. Wisst ihr was? Ich schneide das gar nicht raus. Ich habe zwar gesagt Cut an der Stelle, aber ich lasse es drin. Weil das war nicht mehr lange. Schön, wir haben ein Goldrelikt. Das heißt, uns fehlen nur noch 2? Ne, 3, ne? Für 20 Relikte? Mal sehen. Jedenfalls haben wir Gold.
Okay. Speichern wir das ab. Ganz schnell. Nicht, dass gleich wieder was abstürzt. Jetzt wird es ja anscheinend häufiger. Und ich will auf jeden Fall noch rausfinden, was mit Coco war. Das möchte ich euch gerne zeigen noch in diesem Spiel. Speichern. Geil, 87%. Ja. Aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Was ist mit Coco? Okay. Sagst du uns irgendwas, Coco? Ne, irgendwie klappt das nicht. Was haben wir hier noch? Autorennen. Ach Gott, ja, komm her. Nützt ja alles nichts. Wir müssen das ja irgendwie noch hinkriegen. Und Relikte sind halt Relikte. Und das ist egal, in welchem Level. Hauptsache Relikte. Okay, super Start hinkriegen. Und bam, hat geklappt. Und wir haben sogar Licht. Ist das nicht schön? Und da haben wir eine Sekunde verpasst. Ach ja, richtig. Jetzt sind das ja wieder Autos, die von links nach rechts fahren. Das sollte vielleicht jetzt ja gar nicht mehr so schwer sein. Jetzt haben wir die schwierigste Bahn haben wir schon hinbekommen mit den UFOs. Sollte das ja eigentlich ein Klacks sein. Wir werden es sehen. Und ich fahre natürlich genau hinten rein in die Karre. Oh, mal sehen, was jetzt passiert. Da ist eine Sekunde, die will ich. Oh, da bin ich ein bisschen zu stark in die Eisen gegangen. Okay, den nehmen wir mit. Wir wollen mal sehen, was wir überhaupt schlagen müssen an Zeit. Dann können wir immer noch gucken. Oh, die haben wir. Schön. Knapp. Geh du mal nach rechts. Eine Sekunde. Da ist eine Plattform. Die habe ich jetzt leider nicht mitgenommen. Schade. Wäre natürlich fürs Zeitrennen ideal gewesen. Aber dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Versuchen wir ruhig die ganzen Dinger hier mitzunehmen. Es gibt uns ja auch so ein bisschen Turbo. Näh. Danke, ja. Okay, nee, das machen wir. Nee, so nicht. Darf ich jetzt? Jetzt darf ich. Ist immer komisch. Okay. Aber es ist alles machbar. Komm. Und zacki. Bin ja froh, dass das diesmal richtig gut läuft. Aber wir müssen gleich mal wieder ein richtig cooles Jump-and-Run-Level machen. Nicht eins für dieses Future Frenzy, sondern ich hätte ganz gerne mal noch so ein orientales. Da gab es auch noch ein, zwei Stück, die wir machen müssen. Verdammt. Nein, das Verdammt bezog sich eben darauf, dass ich den Wagen geraubt habe. Nicht auf das Level. Ja. Die will ich. Die habe ich. Da nehmen wir trotzdem mal eine Chance mit. Den müssen wir ausnutzen. Gut. Eine Sekunde. Genau. So, und gleich kommt links eine Barrikade, die wir auf jeden Fall durchfahren müssen. Diese nicht, die da. Genau. Ah, das ist doch gut. Da kommen wir jetzt nicht hoch, ist aber egal. Ey, du Arsch. Aber das haben wir ganz gut ausgenutzt, den Turbo eben, finde ich. Läuft doch. Das war ganz schön riskant, aber hat geklappt. Die hätte ich gern gehabt, egal. Ah, du Sack, ey. Du verdammter Penner. Das regt mich auf. Ja, genau. Ramm du mich auch noch, du Arsch. Jetzt will ich es trotzdem einmal schaffen. Egal, komm. Lass ich einmal durch. Ich will jetzt wissen, was für eine Zeit wir brauchen. Vielleicht sind wir wahrscheinlich. Ja, genau. 1,25 könnte ich mir gut vorstellen. Und Saphir. Jawohl. Habe ich mir gedacht. Gut, immerhin. Ja, ist ja gut. Ich hätte ganz gern Neustart angewählt. Aber immerhin bin ich noch Erster geworden. Bringt mir zwar nichts, aber... Das habe ich jetzt leider ein bisschen spät erfahren, dass man dann direkt auch den Kristall bekommt. Egal. Direkt nochmal. Was soll der Geiz? Das ist es gewesen, das ist es gewesen. Es hätte nur eine Sekunde gefehlt. Wow. Dann braucht man ja gar nicht so exakt fahren. Das ist ja cool. Eine Sekunde hat nur gefehlt für Gold, Leute. Ich hätte jetzt gedacht, so 1,25 oder so hätte ich jetzt so vermutet. Das wäre vielleicht Gold. Okay. Das kriegen wir doch hin, oder? Was meint ihr?
Okay. Habe ich noch nicht recht. Oh, Alter, das war wieder knapp. Hi. Ah! Oh, danke. Zu gütig. Und die habe ich nicht gekriegt. Ich bin ein bisschen zu schnell gewesen. So. Ich denke, in den ersten zwei, drei Welten, ne, da hatten wir schon ziemlich alles abgegrast. Da fehlen aber die Unterwasserlevel noch. Die Unterwasserlevel, da müssen wir noch Relikte einsammeln. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwie vielleicht noch so einen Trick gab, weil da war ich sehr, sehr langsam, habe ich festgestellt. Und ich war mir nicht sicher, wie mache ich das am besten. Oh Gott, wir müssen haben. Dankeschön. Mir eine Sekunde verpennt bei der einen Kiste, habe ich mal gesehen. Oh, 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 oh. Toll. Beim Teutertest. Wieder so knapp hier. Ja, wir machen es wieder knapp, alles. Na, ah, da hätte ich. Ja. Ich vergesse es mal wieder. Naja, noch ist, glaube ich, alles machbar. Da will ich nicht drauf. Da will ich drauf. Dann links rüber. Dann. Ah, oh, toll. Könnte aber reichen. Das reicht. Das reicht, Leute. Wir haben Gold. Hey, cool. Das ging ja mal ratzfatz. Sehr schön. Ach, wie freue ich mich gerade. Läuft ja richtig gut. Ich bin bekleistert. So. Wie viel haben wir jetzt? Genug? Mal eben gucken. Auf jeden Fall speichern. Ich speichere jetzt nach jedem Prozent, ganz ehrlich. Das ist mir scheißegal. Ich mache jetzt einen auf Dave und werde jeden Mini-Fortschritt speichern. Denn tatsächlich ist eben mal wieder die PlayStation abgestürzt, wie wir gesehen haben. Und ja, das möchte ich nicht nochmal erleben. Okay, speichern. Wir haben 88%. Ja, schön. Wir kommen den 100 näher. So. Dann, was haben wir, oder mal eben nachgucken, was haben wir jetzt an Relikten? 19. Also eins fehlt noch. Um den nächsten Level zu betreten. Okay, sowas meinte ich. Flaming Passion. Da waren wir auch mit Stefan, das weiß ich noch. Weil Stefan gesagt hat, Flaming Passion Fruit. Ich kann mich daran erinnern. Okay, Gas geben. Und ein Akku. Oh, bis jetzt geht das alles. Also ich muss sagen, bis dahin ging es. 20 Sekunden lang habe ich gut durchgehalten und es war nicht so schlimm, was ich da gemacht habe. Was war dann gerade? Das war jetzt ein bisschen dämlich, aber okay. Das auch. Macht nichts. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen an das Level gewöhnen. Alles nicht so schlimm. Ich habe doch Doppelsprung gemacht. Na gut. Das lässt mich mal durch, Penner. Ja, so ist gut. Tschüss. Ich wollte schon Akku ganz gern mitnehmen. Bin der Meinung, dass der durchaus helfen kann. Wow, ich bin durchgekommen. Den gar nicht zum Werfen kommen lassen. Oder die? Die Al-Qaida-Frau? Ja. Gut. Ich habe irgendwie so ein bisschen Probleme, die Entfernung abzuschätzen, stelle ich gerade fest. Darf ich den mitnehmen? Ja, ich kann auch einfach drum vorbeilaufen. Sehr schön. Das habe ich nicht gesehen. Okay, das ist natürlich wieder etwas anspruchsvollerer Level. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns daran versuchen. Und ich habe meinen Akku noch. Hopp. Also hier geht's noch vom Sprung her. Da hinten wird es ein bisschen kritischer, habe ich den Eindruck. Erstmal hier rum. Das war. Siehst du, ich hätte natürlich auch versuchen können. Oh, okay.
Komm. Aktivier die. So. Das hat natürlich jetzt sehr viel Zeit gekostet. Das hat nicht gezählt! Was soll das denn? Ich hab... Ja, ich möchte eigentlich vermeiden, da den Akku zu opfern, weil wahrscheinlich kriegen wir auch wieder hier... raus. Kriegen wir hier auch wieder 3 Akkus. Und, ja. Ist so.